Am Fuße dieser gigantischen Statue im Hintergrund begrüße ich euch hier vor dem Aufgang zur heiligen Stadt Ramda, meine lieben Leute, jener Stadt, in der die Menschen in der Nähe des Lebensbaums leben, um ihm dort ihre Zuneigung, ihre Gebete entgegenzuwenden, um ihn zu beschützen. Und ja, wir sind jetzt auch bald hier in der Stadt und werden die kennenlernen. Aber vorher begrüße ich euch recht herzlich zur nächsten Folge von Dragon Quest XI, Suki Sadishitoki und Motomete. Weiter geht's. So, und erstmal reden wir mit den Tieren. Das ist mal das Wichtigste, erstmal die Tiere angucken. Ja, und dann geht's zu den Menschen über. So, jedenfalls, hier brauchen wir nicht lange gehen. Ich glaube, wir gehen direkt hoch, ja? Ist da noch irgendwas rechts? Nee, ne? Doch, ist da was? Eine Kiste ist da. Da ist eine Kiste. Aha, erstmal die Schätze der Stadt plündern, bevor man die Stadt erst betritt, ne? Eine kleine Medaille. Wer die hier wohl versteckt haben mag. Jedenfalls kein gutes Versteck, denn wir haben es sofort offenbart. Ach, und irgendetwas scheint hier bereits zu passieren. Oh, großer Lebensbaum, der du das Leben dieser Welt in dir bündelst und uns beschützt. Am heutigen Tag wurde in dieser wunderschönen Stadt im Gebiet Ramda abermals ein neues Leben geboren. Ein Leben, das einstmals als altes Blatt fiel und nun zu einem neuen Blatt Platz für ein neues Blatt gegeben hat. Und daraus wuchs neues Leben. Und ein neues Leben darf nun diese Welt beschreiten. Unsere große Mutter, der Lebensbaum. Wir danken dir so viel für die jungen Blätter, die du auf uns niederregnen lässt. Sehr ehrfürchtig verbunden mit dem Lebensbaum leben die Leute hier. Oh, die Zwillingsschwestern, Veronica und Xenia, ihr seid es. Seit wann seid ihr denn hier? Ältester, es ist lange her. Geht's euch gut? Ist irgendwas vorgefallen? Veronica! Wir haben uns lange Zeit nicht gesehen, aber kann es sein, dass du ein bisschen geschrumpft bist? Ja, es ist einiges vorgefallen. Aber es ist viel wichtiger. Hört mir zu. Denn wir sind auf Reisen gewesen und haben den Helden gefunden. Der Held, sagt ihr? Oh! Das ist es, der Held ist gekommen. Am Tag der Taufe, wo ein neues Kind hier begrüßt wird. Was für ein toller Tag doch heute ist. Ich bin der Älteste des heiligen Gebietes in Ramda. Mein Name ist Farnad. Und ich habe lange Zeit gewartet, viele Jahre auf diesen Tag, dass ich euch begrüßen darf. Ältester, wir sind zusammen alle um die Welt gereist und sind jetzt hier angekommen. Und böse Existenzen streben nach dem Leben des Helden. Jetzt erklären sie wahrscheinlich, was vorgefallen ist. Ich verstehe. Also hat sich scheinbar der böse Urnoga in jemanden aus dem Königreich der Kadal verkleidet, hat sich verwandelt, um nach dem Leben des Helden zu trachten. Ja, und wir sind auf dem Weg, Ulnoga zu besiegen. Und deshalb müssen wir zum Lebensbaum. Dort soll was schlummern, was die Kraft der Finsternis aufhalten kann. Und, wir müssen zum Altar inmitten des Ahnenwaldes und dort die 6 Orbs darbringen. Aha. Ich habe einstmals einen Traum gesehen, dass ich einen großen hohen Berg besteige und zwar mit einem Helden gemeinsam, den Veronica und Xenia hergebracht haben. Auf dem Weg zum Lebensbaum sind sie. Aha, und das war wohl kein Traum, sondern eine Vision vom großen Baum. Und als ich diese Vision gesehen habe, habe ich Veronica und Xenia losgeschickt, dass sie den Helden suchen sollen. Und jetzt ist mir alles klar. Der Traum hat mir gezeigt, wie der Held die Spitze
des Berges im Ahnenwald klettert oder da hinaufschreitet zum Altar des Lichts, zum Himmelsaltar geht. Der Weg zum Ahnenwald führt durch den großen Dom, der hinter mir ist. Ich warte auf euch da drin. Ihr habt alle Orbs zusammen. Also kommt bitte zu mir. Okay, alter Herr. Geh du aber erstmal rein, ja? Wir kommen gleich nach. Wir müssen uns erstmal noch ein bisschen bekannt und vertraut machen mit der Stadt. Die hat ja schon... Hat so ein bisschen so einen griechischen Anklang. Man sieht es an den Dächern, ne? Hier Kapitelle und dann... Wie heißt nochmal diese Säulen? Sind die ionische Säulen? Die oben nicht so ein Geschnörkel haben? Ich weiß es nicht. Geh nicht mehr. Jedenfalls reden wir mal mit den vorwiegend älteren Leuten hier, oder? Nee, da hinten noch ein paar Jünger. Okay, gut. Mein Held, ich habe die Geschichten gehört. Ihr reist also zum Lebensbaum. Es ist ein sehr mysteriöser Ort jenseits von diesem Gebiet hier. Und wenn ihr zum Ahnenwald voranschreitet, dann solltet ihr die Präsenz des Lebensbaums schon spüren. Ihr seid in der Nähe und ihr könnt ihn bitte dort dann verehren, diesen tollen Baum. Ach, den Helden gibt's tatsächlich. Dass ich ihn treffen werde, ich bin so glücklich. Der Held ist doch so eine mysteriöse Persönlichkeit. Und wenn ich mir euer Gesicht so angucke, strahlt ihr ein warmes Gefühl aus, was so warm ist wie die Sonne. Höchstpersönlich. Ach, wie schön. Dies ist das Haus, in dem die Zwillingsschwestern Veronica und Xenia aufgewachsen sind. Als ich erfahren habe, dass der Held hier ist, habe ich hier natürlich alles hier die Kunde mitgehalten und da würden sich auch die Eltern von den beiden freuen. Dann gehen wir doch direkt mal rein, ne? Können Sie mal wieder Hallo sagen? Sag nicht, das sind die Eltern von den beiden, oder? Oh, mein Held! Willkommen im Heiligen Gebiet Lambda. Ich bin der Vater von Veronica und Xenia. Und du siehst aus wie jeder andere alte dicke Mann in jeder Stadt hier. Jedenfalls. Meine Engel Veronica und Xenia. Ich wusste, dass sie den Helden auf jeden Fall finden werden. Und ich bitte euch, gemeinsam weiterzureisen und aufeinander aufzupassen. Du bist also der legendäre Held. Du bist viel jünger, als die Gerüchte es besagt haben. Ich bin die Mutter von Veronica und Xenia. Du bist sehr jung und ich hoffe, dass meine Töchter alles daran setzen können, dich zu beschützen. Na gut. Erstmal machen wir hier euer Interieur kaputt, bevor wir eure Bücher anfassen und gucken, was es hier denn zu lesen gibt im Elternhaus der beiden. So, der Anfang des Heiligen Gebiets hier ist die Geschichte dieser Stadt. Vor langer, langer Zeit existiert eine Zeit, wo der böse Gott auf die Welt hinabstieg. Und ein Held hat sich ihm entgegengestellt und mit seinen Kameraden gemeinsam das Böse besiegt. Und ist also auf Reisen gegangen, um das Böse zu besiegen. Und diese Hauptstadt hier, des Heiligen Gebiets Lambda, wurde erschaffen, damit sich hier die Leute sammeln, die dem Helden auf seiner Reise helfen. Und all die Ahnen dieses Heiligen Gebietes, waren so dankbar für die Taten des einstigen Helden, der die Welt ja gerettet hat. Und sie haben ihm nie vergessen, was er tat. Und deshalb die Geschichte bis in alle Ewigkeit getragen. Deshalb sagt man, das Heilige Gebiet Lambda ist die Hauptstadt von den Geschichten der Götter, sozusagen. Hier werden also die Geschichten tradiert und weitergetragen von den Heldengeschichten. Und dass es so einen Namen trägt, ist auch als Dank für den Helden gedacht und um ihn weiter zu ehren. Und hier? Achso, das Blut oder die Blutlinie derjenigen, die Träume sehen. So heißt dieses alte Buch. Und aus alten Zeiten wird noch gesagt, dass in diesem Gebiet Lambda vor hunderten von Jahren einmal die Kraft in einem, also eine Person geboren wird, die Kraft innehat, Träume sehen zu können. Wie zum Beispiel auch der alte Mann, ne? Der Ahne, der ja auch in seinen Visionen gesehen hat, was vorfallen würde. Dieses Traumsehen ist halt eine Fähigkeit, die im Schlaf aktiviert wird und man kann ein wenig etwas sehen, was in der Zukunft passiert. Eine sehr mysteriöse Kraft. Und über die hunderte Jahre, die diese Traumsehkraft existiert,
haben schon viele Leute das gehabt natürlich und wurden auch dadurch gerettet. Aber man weiß immer noch nicht, was die wahre Gestalt dieser Kraft ist, wo die herstammt. Den Büchern zufolge, die frühere Gelehrte hinterlassen haben, besagt eine Theorie, dass die Ahnen von den Leuten, die hier in Namunda leben, diese Kraft aus dem Himmel gekriegt haben. Höchstwahrscheinlich vom Lebensbaum, nehme ich doch mal an, oder? So, das sind die Betten der beiden samt der Elternbetten. Das ist natürlich sehr unvorteilhaft, wenn man mit den Eltern zusammen in einem Zimmer lebt, oder? Zu viert. Können die Eltern gar nicht schnackseln zusammen, was ist das denn? Oder die warten halt, bis die Töchter schlafen und dann, ne? Jedenfalls kriegen wir hier einen Lebensschützer. Inodino. Und einen Gebetsschützer. Ein schützendes Gebiet. So. Jetzt aber mal weiter zurück auf dem großen Platz. Denn hier gibt's noch genug alte Leute, die mit uns reden wollen, scheinbar. Ich bin genauso alt wie der älteste Farnard. Und ich bin gekommen, um mir anzugucken, die rituelle Taufe des neuen Ankömmlings hier, des neuen Kindes. Und es ist ein Kind, das hier in diesem Gebiete, im heiligen Gebiet von Namunda geboren wurde, das getauft wurde heute. Und irgendwie sind schon alle, die hier wohnen, in dem Alter, dass sie meine Enkel sein könnten. Ho, ho, ho. Das Siegel, das auf eurer Hand, auf eurem Handrücken ruht, mein Held. Das ist das Verbindungssiegel, das euch mit dem Lebensbaum verknüpft. Wenn ihr den heiligen Lebensbaum erreicht, dann wird ganz sicher auch dieses Siegel euch neue Weisungen erteilen. Haben wir mit dir schon geredet? Achso, wenn du nachts den Sternenhimmel anguckst, ist dir schon aufgefallen, dass dort ein rötlicher Himmel ganz besonders leuchtet? Nee. Guck es dir genau mal an, wenn du nachts hier rumläufst. Das ist ein Stern, der von uns als Heldenstern seit langer, langer Zeit angebetet wird und gefeiert wird. Schau ihn dir an, das machen wir. Die große Statue, die auf unsere Heimat runterblickt, das ist die Statue jener weisen Dame, die damals an der Seite des Helden gekämpft hat. Vielleicht ist es nur meine Einbildung. Aber ich habe das Gefühl, als würde die Weise, das Steinantlitz der Weisen heute ein wenig lachen. Ein kleines Lächeln sieht man dann, ne? Ja. Glücklich, dass wir da sind. So, bevor ich hier hochgehe, gehe ich erstmal hier runter, ne? Da geht's nämlich auch noch lang. Gucken wir auf die Karte. Ach, da geht's in den ruhigen, einsamen Wald. Da wollen wir natürlich noch nicht hin. Wir wollen aber erstmal hier unten gucken, was da noch ist. Also, was bei Pflanzen genauso wie Menschen ist, das Wichtigste ist ihre Erziehung und das Heranwachsen von ihnen. Ganz zunächst muss man ihnen sehr viel Liebe geben. Ganz viel Liebe geben, damit sie zu Kindern heranwachsen und starken Kindern, die in jeder Umwelt und Umgebung überleben können. Sie, mein Held, sie haben in ihren Augen Stärke, ein Blick von Stärke. Ich habe gehört, dass sie nicht nur das Königreich verloren haben, in dem sie geboren sind, sondern auch ihre Heimatstadt, das Heimatdorf, in der sie aufgewachsen sind. Ich denke, viel Liebe wurde ihnen zuteil auf eurem Pfade. Ja, aber trotzdem sind alle tot. Wahrscheinlich, ne? Traurig ist das. So, Zaubersamen haben wir aufgesammelt. Können wir ihm gleich hier geben, die Zaubersamen, oder? Braucht er vielleicht, der alte Sack. So, vor 16 Jahren. War so, habe ich gehört, da war die Zeit, wo der große Held von Monstern attackiert wurde. Es war aber also der Überfall auf das Königreich, ne? Ich dachte, es wäre das Ende der Welt gewesen. Und, ja, all die Gerüchte, die dann aufkamen, haben mir in der Seele wehgetan. Und dann dachte ich erst, ihr seid tot und ihr seid jetzt auf einmal lebend hier. Ich bin so glücklich. Ja, dass wir dann auch noch gejagt wurden als Teufelskind und haben viel durchgemacht. Das kann man schon so knallhart sagen, ne? So, Pfiffi, was willst du hier? Nix bellen? Na gut. Kläff du mal
Achso, das den haben wir schon gequatscht. Das ist der alte Mann. Läuft nur rum. So, dies ist die Hauptstadt, wo einst der Weise gelebt hat. Oder die weise Dame. Das ist ja eine Frau da oben, die mit dem Helden gekämpft hat. Und ja, diese Weise hat den Menschen in der Stadt die Zauberkraft näher gebracht. Und hat dann, begleitet von Musik, Liebeshymnen sozusagen gesungen und die Liebe durch die Stadt gebracht und das Wissen von Zauberkraft. Und die Legenden, die hier tradiert wurden über die Zeiten, sind fast alle dazu geschaffen worden, um die Weise von damals zu feiern. Na gut. So, ich feiere mich jetzt selbst, indem ich Sachen klaue. Denn, das darf ich jetzt einfach. Ich sag mal, ich bin der Held. Ich darf mir das hier erlauben, einfach mal zu plündern. So, was machst du denn hier? Ach, du bist es nicht, hast es eigentlich dieses ganze Schulung und sowas. Das ist nervig, lästig, ne? Aber wisst ihr was? Ab und zu muss ich mich auch mal entspannen, will ich einmal mich hinsetzen und das harte Training beiseite schieben und dann einfach mal dankbar sein und dann einfach mal so ein bisschen lernen, wie man Wiederherstellungszauber und sowas macht, ne? Dass ich mal die Leute heilen kann. Aber damit ich irgendwann mal so gut werde wie Xenia, da muss ich noch viel, viel lernen. Ach, ich bin so neidisch auf sie. Sie kann das so gut. Und du? Ah, ich lerne Angriffszauber, denn ich sehne mich danach, irgendwann zu werden wie Veronica. Ist so cool, wie sie das Feuer beherrscht. Können wir auch noch was lernen hier? Ach hier, das Buch über den legendären Architekten. Und zwar geht's hier drum, die Statue der weisen Dame, die hier über dem heiligen Gebiet von Namda thront, wurde einstmals war das Lebenswerk sozusagen eines Architekten, der durch die Welt gereist ist. Und man kann irgendwie nicht glauben, dass er einstmals geplant hat, sozusagen die zwei Statuen zu bauen, also die sich gegenüberstehen, wie die Statuen von Eheleuten, also vom Helden und von der Weisen. Ach so, denn das Abbild des Helden stand damals im Gebiet von Yugonoa und das hat er so sehnsüchtig angeguckt und er wollte halt das Konterfei hier bauen. Und hat wahrscheinlich dann den Segen der beiden erhalten. Hat dann hier die zweite Statue errichtet. Schön. Waren wir hier, beim Krämerladen waren wir auch noch nicht, ne? Muss ein bisschen systematischer hier durchlaufen. Ich verpeile hier noch alles. So. Hallo die Dame, gibt's hier was Schönes? Ach, mein Held. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal gucken, was ich jetzt schon im Angebot habe. Könnt ihr was kaufen? Kommt drauf an. Ach, hier gibt's ja auch die Waffen. Wo man Waffen verkauft sogar, ist aber alles scheiße. Ah, hier für Roh, aber dafür gebe ich doch kein Geld aus. Rüstung. Hier, ne? Also die hitzebeständige Rüstung. Die Eis- und Feuerangriffe abwehrt und relativ stark ist. Plus 4. Aber eher für Martina noch was, ne? Aber dann hat sie ihre Uniform nicht mehr, aber das ist trotzdem... Vielleicht gut, wenn ich hier sowas, warte mal, oder das? Das ist eine Kampfausrüstung, also für Kriegerin. Das vielleicht für Martina ganz gut. Kaufe ich ihr jetzt. So. Eine gute Tat getan, Martina hat es gekauft. So, jetzt rede ich nochmal mit ihr. Ich habe gehört, dass, die Königreich, wo der Held geboren ist und die Heimatstadt zerstört worden. Wie frustrierend das doch sein muss, wie traurig. Und wenn du, mein Held, nach deiner Reise nicht mehr weißt, wo du hin zurückkehren sollst, dann darfst du bitte auch hier bei uns in der Heimatstadt leben. Alle würden sich sicher freuen. Die Frage ist, will ich das? Will ich hier leben? Wenn es mir Schätze geben würde, dann ja. Soma der Engel habe ich gekriegt. Engel Soma. Na sowas. So, aber bevor ich hier mich mit irgendwelchem Soma beschäftige,
Da waren wir, gehe ich hier nochmal hoch. Halt, lass mich vorbei. Gucke erstmal auf den Platz. Da sind zwei Leute noch, mit denen wir reden können. Die Terrasse von Ramda. Ach, das sind die frischen Eltern. Dass der Held an dem Tag auftaucht, wo unser Kind getauft wird, das ist doch so toll und so schön. Was für ein Glück. Ich habe schon vor langer Zeit geheiratet, aber wir wurden nie mit einem Kind gesegnet. Doch dann, wir haben nicht aufgegeben, ja? Wir haben nicht aufgegeben an unserem Traum von einem eigenen Kind festgehalten. Und dann haben wir plötzlich die Botschaft gekriegt, dass wir schwanger seien, wir beide, ja? Also meine Frau schwanger sein. Und dann wurde unser Kind geboren. Ich bin so glücklich, wie glücklich ich doch bin. Du sollst glücklich sein, dass ich hier bin. Mehr nicht. So. Und du? Oh, der Tag ist gekommen. Ich wusste, dass der Held irgendwann herkommen würde. Also bitte, tritt ein. Falls du hier bei uns schläfst, dann werden wir wirklich, wir werden das Beste für euch, das beste Zimmer für euch hier mieten. Denn diese legendäre Herberge von uns, die ist über Generationen hinweg, ja, ist die ein voller Erfolg. Ich will doch jetzt eigentlich gar nicht schlafen. Ich gucke nochmal, ob da was zu plündern oder zu lesen ist. Ja. Genau. So, noch was genommen und dann gehen wir raus wieder. Und können jetzt, eigentlich waren wir hier unten, hier unten können wir nicht hin, hier hoch können wir wieder. Hier sind ja auch noch Leute und da ist auch noch eine Kiste da hinten. Huhuhuhuhu. So, mein Jüngling, warst du jemals krank oder sowas? Ha? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, tagtäglich gesund und munter zu leben, das ist das größte Glück, was ein Mensch haben kann. Aber so wie ich dich jetzt angucke, bist du eigentlich ganz munter, ganz fit, ne? Aber falls du in den Ahnenwald gehen solltest, werde ich dir das kurz beibringen, soll ich dir das erzählen. Ich habe eine Bitte an dich. Was denn? Was denn? Ach so, okay. Erzähl mir, wenn du da warst, ja? Ach so, wenn du gehst, dann soll ich ihm das sagen. Das ist eine Bitte. Ach so, okay. Sag das doch deutlicher, alter Mann. So. So. Zack. Bisschen heilige Asche geklaut. Dann soll man irgendwie alchemistisch tätig werden. Vernachlässige ich immer gerne. Ist das wieder der alte Typ? Ja, der labert wieder den gleichen Schrott wie sonst was. So, dann zu dir. So, ich habe schon ganz oft solche Taufrituale gesehen, wie eben mit dem Kind. Wenn ein neues Leben hier begrüßt wird, das ist immer was Tolles. Und jetzt kommt auch noch der Held. Ist auf dem Weg zum Lebensbaum. Also der Held, der vom Lebensbaum auch auserkoren wurde. Ich bin sicher, dass du auch vom Lebensbaum gesegnet bist und mit Glück beglückwünscht wurdest. Und hier ein glückliches Leben auf dieser Welt führen wirst. Unser Ältester hat eine mysteriöse Kraft in sich. Bevor etwas Großes, ein großes Glücksomen passiert, sieht er im Schlaf etwas und kriegt also eine Erleuchtung vom Lebensbaum. Und auch die Geburt des Helden wurde von dem Ältesten vorhergesagt. Dies ist das Haus von unserem Ältesten Farnat. Und sie als Held dürfen selbstverständlich reingehen, wie sie wollen und sich umgucken. Und vor allem auch plündern, ne? Darf man nicht vergessen. Hm? Bist du der Held? Der Held aus den Legenden? Ach, du bist ganz anders, wie ich mir dich vorgestellt habe. Und dabei Breze wirst du, wie er so redet. Du siehst ja aus wie ein Mädchen, dein Gesicht. Und die Haare. Sie sind viel schöner und viel glatter als meine. Ach, meine Güte. Das ist ja echt frustrierend. Ist das die Frau von dem Ältesten? Wahrscheinlich, ne? Eine seiner Frauen, nicht bestimmt mehrere. So, aber erstmal plündern wir hier nochmal das Regal und lesen hier etwas. Ach, Teil 5 der Überlieferung jenes Schatzjägers. Ich bin der Schatzjäger Nanashi. Und ja, also, ich bin hier auf meinen Reisen, habe ich doch diesen jungen Mann gefunden, der da niedergeschlagen lag und fast ohnmächtig war.
Und es schien so, als wäre er der Sohn des Ältesten dieser Stadt gewesen. Ach so, und der Älteste hat mich, der ihn gerettet hat, seinen Sohn, sowie den Arzt aus dem Wüstenkönigreich, als Dank zwei Sachen vorbereitet. Und wir durften uns aussuchen, was wir wollen von diesen Sachen. Und ist kaum zu glauben, aber tatsächlich eine Sache, die er vorbereitet hat, war der glänzende, regenbogenfarbene Ast des Lebensbaums. Der Ast, nach dem ich so lange gesucht habe. Das zweite war ein blau glänzender kleiner Stein, der irgendwo auf der Welt einen Reiseportal öffnen sollte, um die Reise in eine andere Welt zu ermöglichen. Und selbstverständlich war ich im Begriff, direkt nach dem regenbogenfarbenen Ast zu greifen, ihn zu nehmen. Aber meine Hand hielt an, bevor ich danach schnappen konnte. Und das war nach der langen, langen Reise, die ich aufgenommen habe, nur um diesen Ast endlich meinen nennen zu dürfen, um ihn endlich in meinen Besitz zu nehmen. Denn da fiel es mir plötzlich ein, dass mein Herz, mein eigenes Herz, immer noch nicht reif war. Es war noch nicht erfüllt. Und so pochte der Wunsch, weiterzureisen. Und ich entschied mich letztendlich, den blauen Stein zu nehmen, den magischen Stein, und steckte ihn in meine Tasche rein. Und so kam es, dass der alte Doktor aus dem Wüstenkönigreich den regenbogenfarbenen Ast nahm. Jenes Objekt, was ich so lange haben wollte, wonach ich gesucht hatte. Und so war zwar meine Reise auf der Suche nach dem regenbogenfarbenen Ast zu Ende, aber eine neue Reise begann dann zugleich. Und falls wir uns irgendwann mal treffen sollten, dann möchte ich, dass du mich bei meinem wahren Namen nennst. Mein richtiger Name ist nämlich Theo, der Schatzjäger. Theo Treasure Hunter. Also, werden wir ihn mal treffen? Hoffentlich. Das merken wir uns einfach mal. Denn wir wissen ja nicht, ob wir den guten Theo noch auf unserer Reise begegnen mögen. Ja, aber egal, wir klauen jetzt erstmal noch eine Trinkmedizin der Elfen hier aus dem Schrank und machen uns dann auf den Weg zum alten Herren. Wobei, hier waren wir doch auch noch nicht, oder? Da guck ich nochmal rein. Komm, gucken wir nochmal rein hier. So, hier dürft ihr leider noch nicht weiter. Das darf nur der alte Älteste erlauben. Also bitte trete zurück. Also gut. Da bist du ja. Oh, mein Held. Du hast alle 6 Orbs zusammen? Wie schön. Also dann, mein Held. Kommt bitte. Folgt mir. Ab in die heiligen Hallen. Schön ist es hier. Statuen und Wandgemälde. Ach, wie schön, sagt Martina. Was zeigt nur dieses Bild dort? Ach, das Bild, es zeigt eine Geschichte aus den Legenden, die über Jahre in Namda mitgeteilt werden. Es ist nur eines von vielen Bildern hier. Und zwar ist es hier, dass der Held, was ihn anbelangt, er ist eine Existenz, die vom großen Lebensbaum auserwählt wurde und dann geboren wurde, um das zu Zeiten des Unheils auf dieser Welt das Böse abzuhalten. Und dass das erste Mal ein Held hier erschienen ist, vor langer, 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 langer Zeit passiert. Denn die Lebensquelle von allem hier in der Lotus Etashti ist der Lebensbaum. Und es gab einmal einen bösen Gott, der versucht hat, die Quelle allen Lebens, die in dem Baum ruht, diese Seele des Lebensbaums zu rauben. Aber dann wurde der Auserwählte geboren. Und wie Kodando trug er einmal auf seinem Handrücken. Und das war der legendäre Held, Roshu. Und der Held Roshu, mit ihm haben Kameraden gekämpft.
Und dabei, darunter war auch die weise Senica. Und man kann fast schon sagen, dass die Reinkarnation von Senica, dass das Veronica und Xenia sind. Also Xenia und Veronica, wenn man den Namen zusammennimmt, Senica, ne? Da sind sie glücklich. Und Ulnoga. Dieser böse Gott. Warum hat er es auf sein Leben abgesehen? Auf Kudanos Leben? Auf den Leben des Helden? Ich weiß jetzt alles. Um wen es sich da handelt. Oha. Ich bitte euch deshalb, besiegt den bösen Onoga, macht ihn fertig und rettet die Zukunft dieser Welt. Meine Gebete begleiten euch. Drum führt unsere Reise jetzt durch den Dom weiter. Wenn ihr diese Tür durchschreitet, dann kommt ihr auf den direkten Weg zum Ahnenwald, der euch dann zum Altar führt. Es ist ein sehr gefährlicher Ort, an dem nur wenig Leute jemals waren oder nur wenig Leute hinreisen. Deshalb solltet ihr euch hier für euer Abenteuer ausstatten mit Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Bevor ihr in den Ahnenwald geht, redet mit den Leuten. Bereitet euch vor für eure Reise. Dann könnt ihr gehen. Bitte besiegt Onoga, rettet die Zukunft der Welt. Ich bete für euer Gelingen. Ich bete auch dafür, liebe Leute. Ich gucke mir jetzt nochmal ganz kurz hier die Bilder an, ne? Ach, schön. Wir stehen hier und lesen, was da steht. Und das ist die Niederkunft, die Geburt. Der Anfang aller Legenden. Mit der Geburt eines Helden. Und das ist Orochimaru, also der Held Orochimaru, die Geburt von ihm mit seiner heiligen Mutter. Fast schon wie Jesus-Darstellung, Jesus und Maria, ne? Guck mal, die Statue, guck mal, nee. Das haben wir eben schon gesehen. Die Vernichtung, das Unheil. Und zwar sieht man dort den Lebensbaum, der die Quelle allen Lebens hier hat. Und das ist das Abbild, wie er halt da niederfällt und untergeht. Das ist das Szenario, was nicht passieren soll. Und hier haben wir dann den Widerstand des Helden. Der legendäre Held Orochimaru kämpft mit seinen Kameraden gegen das Böse, den bösen Gott. Und dann zuletzt noch einmal der Himmelsstern. Rotosatashia, die Welt, in der wir uns befinden, wurde wieder friedlich. Und hier fliegt über dieser Welt der rote Stern. Der Stern, der den Helden symbolisiert. Und das ist die Heldengeschichte in Kurzform hier in Ramda, in der auch diese Folge nun leider ausklingen wird. Und dann bereiten wir uns geistig schon mal vor, dass wir losreisen zum Altar. Und das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen, liebe Leute. Bis dann könnt ihr schön kommentieren, liken und machen. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.